Ich denke, angefangen hat alles im Gymnasium wahrscheinlich mit einem sehr lieben Schulfreund von mir. Er hat in ein kariertes A4 oder A5 Heft Geschichten reingeschrieben. Ich habe in ein kariertes Heft Geschichten reingeschrieben. Und in der Autobusfahrt in die Schule haben wir diese Hefte ausgetauscht. Und ich habe sozusagen die Fortsetzungsgeschichte ferngelesen und er hat meine gelesen. Und so da ist angefangen. Aber bis zur ersten Veröffentlichung hat es dann doch gedauert bis 2017. Für mich ist Schreiben sehr, sehr ähnlich zur Musik und fast das Gleiche. Also meine Texte sind sehr durchrhythmisiert und auf Tempo und auf Rhythmus ausgerichtet. Und ich lese gern Sachen, die einen gewissen Beat haben, die einen gewissen Sound haben. Wiederkehrende Themen für mich sind auf der einen Seite Beziehungen, alle Formen von Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, das fasziniert mich. Mann, Frau, 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 Mann, Mann, völlig wurscht, romantische Beziehungen, toxische Beziehungen, Eltern-Kinder-Beziehungen, Freundschaften, das ist das eine große Themengebiet. Und das andere ist, denke ich, einfach das, ja, was von der Politik so gern vereinnahmt wird, das ist der Heimatbegriff, das Daheimsein, das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein, zu Hause zu sein. Die Suche nach ein Stück eigener Identität in Orten, in Menschen, in einem Gefühl. Und der Tod, weil ich nur das anfügen darf. Tod und Verlust, Tod und Verlusterfahrung, Verlustängste. Der Tod im Leben als ein Motiv. Also jemanden zu verlieren, obwohl er nur lebt oder sie nur lebt. Aber der Tod als was Endgültiges, etwas, was er nicht mehr reparieren kann, was irreparabel bleibt. Ja, Alkohol ist ein sehr österreichisches Thema. Im Rausch hat man das Gefühl, dass was weitergeht und dass die Zeit vergeht und dass irgendwas passiert, obwohl man am gleichen Ort ist, noch immer. Man sitzt im Lokal und es passiert nichts. Und in Wahrheit sind sehr viele dieser Kapitel im Buch, wo einfach der Protagonist keinen Millimeter weiterkommt. Aber im Rausch halt das Gefühl hat, dass sehr viel passiert. Ich wollte immer was Dystopisches schreiben. Mich faszinieren Dystopien. Also man dachte, schreibe ich was sehr Dystopisches in meinem ersten Buch, und zwar über die Liebe.